Clubdom. Soundcheck. What Clubdom, es ist Samstag, die Stimmung hier ist überragend, der Raum hier füllt sich. Ich habe prominente Gäste hier und ich freue mich sehr auf euch. Geil, dass ihr da seid. Wer es genau ist, sagt es einfach selber. Wer ist da? Was geht ab? Chilo 385. Ewa und ab die Südersachbe. Frankfurt am Main, 385 Ideal, Straßenrap, Numero Uno, Duo. Killer. Jawohl, alle. Schön, dass ihr da seid. Dankeschön. Wir haben uns schon mal gesehen, ihr wart bei Rocket Beans schon mal vor Ewigkeiten. Ja, kann mich erinnern, Alter. Habt ihr gezockt FIFA, glaube ich. Ja, so ja, weißt du. Machen wir immer noch. Ja? Schöne Grüße an Etienne. Ja, ja, Mann, Etienne, Alter. Geil, ja? Normal, alle. Ja, ich weiß doch. Denkst du, wir vergessen Rocket Beans? Nur Eintrachtler. Ja, Mann. Bruder von mir. Ja, ja. Freund, ja, ja, gute Freunde. Wir sind auch die Eintracht-Ultras. Ah, okay. Ich wusste nicht, dass ihr euch so... Schöne Grüße an Ultras Frankfurt. Das waren alle Huls. Ja, ja, Mann, schöne Grüße an alle. Leute, wir sind hier auf dem Clubdom. Ihr habt auch noch eine Performance, glaube ich, ne? Wir haben heute hier eine Performance zusammen mit unseren Bros. Einmal Vaisel, einmal genau. Olexej und noch Special Guest. Wir haben den einen oder anderen Special Guest. Ja, Mann. Ich kann es ja schon mal auspacken. Naja, ich das ausgestrahlt, ist live. Nee, kannst du machen, weil es hört ja keiner draußen. Ja. Es kommt auf jeden Fall erst. Ja, Nimo ist zum Beispiel da. Geil. Genau, okay. Ja, Nimo haben wir mit im Paket. Ja. Den haben wir noch da. Ja. Ja. Und ist es für euch das erste Mal World Clubdom oder? Hey, ich war früher auch viel so Elektro-Festivals unterwegs, so privat. Aber ob ich jetzt auf World Clubdom schon mal gewesen bin oder nicht, weiß ich nicht ganz. Manchmal gehe ich auf Festivals in Dortmund, ich steige ein, Frankfurt Hauptbahnhof, ICE, erste Klasse schwarz fahren, mit Mokassins und Strümpfe. Ich gehe einfach Dortmund Mayday Raven in der Westfalenhalle. Sensation White. Manchmal weiß ich halt nicht, welcher Ladenschuppen oder Party das war, aber... Vielleicht weiß ich auch, und wenn nicht heute World Clubdom Winter Edition, Winter Edition. Deutschrap in the Hausen. Und ey, dann beim nächsten Festival Merkwürdiges Verhalten in Wald. Genau, Merkwürdiges Verhalten, ja. Nature One, alles mit Mayday, dem. Wie gesagt, sowas, ja, Mann. Alles mit dem. Finde ich sehr, sehr korrekt für euch, vielen, vielen Dank. Wir haben ja ein Musikfestival, ihr seid natürlich Rapper, ihr liebt Musik, gehe ich von aus. Wie sieht's aus, erinnert ihr euch an eure erste Musik, die ihr gehört habt in eurem Leben? Was war so der erste Track? Erste Artist? So, boah, das ist eine krasse Frage. Weil ja, ey, so erste Musik waren doch so Einschlaflieder. Ja, die man aber ist ja egal. Es geht ja nicht darum, ob es jetzt coole Mucke ist, sondern Musik macht ja was mit einem. Ja, was ich sogar auf jeden Fall so, ich bin 87 geboren, 1990 dann, oder wann kam MC Hammer, You Can Touch This. Ey, das ist aber schon cool. Ich hätte gedacht, das DJ Bobo oder so. Nein, auch. Ja, ging ja auch. Nee, aber so ein bisschen ja, aber zu der Zeit, wir mussten hart sein. Und wenn du DJ Bobo gehört hast, dann wurdest du gerippt und so. Hast du nur privat so... Nein, jetzt, wo jeder weiß, auch wenn ich DJ Bobo höre, auch wenn ich DJ Bobo höre, eins gegen eins sieht es trotzdem anders aus, finde ich, mein Liver. Ja, klar. Dann kann ich auch DJ Bobo am Bahnhof hören. Also MC Hammer. MC Hammer, You Can Touch This, würde ich jetzt sagen, Chilo 35, was sagst du? Ich weiß, Deepesh Mode oder so. Ja, ach, geil, ja. Echt, ja. Ja. Ach, sorry, wie sieht es bei euch aus? Ihr seid echt wirklich im Hip-Hop tief verankert, aber andere Genres, könnt ihr da was mit anfangen oder sagt ihr... Hey, Bruder, du weißt, ich weiß nicht, ob du es weißt, gibt ja einen Song, da ist After Hour von Abdi. Ja, und habt ihr alleine. Da sag ich ja, Deutschrap auf Elektrobeat, ich rauche auch auf Technoweed. Ja. Und so mäßig, weißt du, deswegen, wir sind eh immer Crossover, Bruder, schon immer gewesen. Und das macht ja Chill und Abdi aus. Für uns im Endeffekt unser Sprechgesang und was für eine musikalische Skizze ist dahinter, hintermalt ist, ist eine Schnuppe. Ob das Ding geil. Ja, finde ich geil. Finde ich auch richtig, weil Musik ist einfach so facettenreich. Es gibt verschiedene Genres. Macht ab. Ey, mach mal hier Justierung bei meinem Ortag. Was ist da los? Hier wird gerade nochmal die Headphones werden nochmal gechanged. Da gibt es irgendwie ein Problem. Du bist nochmal durch TÜV. Ja, aber jetzt geht's hoffentlich wieder. Ja, ich bin wieder am Start. Bist du am Start, bei dir klemmt was? Ja, bei mir klemmt immer was. Ja, das glaube ich nicht. Nee, ihr habt einen guten Sprachfluss, das gefällt mir. Ihr seid gut. Danke, Bibi. Ihr seid gut drauf. Also, pass auf, wir haben heute nicht so ewig viel Zeit, deswegen würde ich euch bitten, wir haben ja so ein Sprachglas, ja? Ja. Ja. Kommst du da dran? Kannst du mal eine Frage ziehen? So, was soll ich ziehen? Eine Frage? Ja, eine Frage. Ich dachte schon, ja. Und, anderes, ja, kannst du auch mal. Glückskeks. Also, ziehen ist immer okay. Wisst ihr? Ach, was, Bruder, ey, nein, ist es nicht. Welches ist dein persönliches Motto oder Lebensphilosophie? Ziehen ist immer okay. Ja. Weiß ja nicht woran. Hier zieh auch eine. Hier zieh auch eine. Was soll's, nehmen wir alle eine? Was soll's, nehmen wir alle eine? Ja, was soll's, nehmen wir alle eine? So, was steht da? Was gucken Sie so mit Strap? Ihr sollt auch keinen Hop gewinnen. Bei welchem Event würdest du gerne mal zusehen? Ja, ist ein bisschen lame, die Frage, oder? Ja, wollen wir eine andere nehmen? Ja, ich mich selber bei diesem Festival. Stimmt, nochmal eine andere. Aha, ja. Die Frage hättest du schon von selbst beantwortet. Genau.
So ist ja nett. Aber auf diese Ding. Wie heißt die Substanz, die man nimmt und man sich dann selber sieht? Ja, ich kenne die, ne? Von, aber nimmt das nicht. Aber pass auf, die Frage, die Antwort ist aber geil. Ja. Würdet ihr euch echt gerne mal selber performen sehen? Na klar, oder? Normal, Digga. Wenn man selbst performt, man sieht sich selber. Ja. Das wäre schon, das wär krank, Bruder. Heftig. So, eben noch die Frage, was hast du da? Das ist schon. Was ist der beste Ratschlag, den du jemals bekommen hast? Lösch meine Nummer, Bruder. Ja, sehr viele gab's, wie zum Beispiel, hol dir eine Uhr oder einen Wecker. Oder. Ja, Mann. Sei pünktlich, ja, sei ja, pünktlich. Das war sehr effektiv. Aber trotz Rolex am Arm hat es nichts gebracht. Also meine ist nicht mal eingestellt. Also ja, meine auch nicht. Also Bob hat die Uhr. Die Uhren tragen, ja. Die stellen die Stelle. Ihre Uhr ganz schön. Wallach, meinst du ernst? So, Jungs, was kann man in diesem Jahr von euch erwarten? Habt ihr Pläne? Ja, also vielleicht meine Uhr mal stellen. Also es gibt Pläne, wir haben ja schon bekannt gegeben, dass Chelo, ja. Abdi und Oleksesh gemeinsam auf die Matador DMU-Tour gehen. Ganz außerdem genau. Ist jetzt gerade aktuell das Album von Oleksesh am Start, Matador. Genau, das kommt jetzt raus in der nächsten Woche. Ja, geil. Und außerdem übernächste Woche kommt unsere erste Video-Single-Release. Wir hatten schon ein Single-Release zum neuen Album, aber jetzt geht's richtig in die Vollen, in die Pushen. Abdi und ich haben vor kurzem das finalisiert aufgenommen, ist gemischt, gemastert und jetzt geht's ab. Ja, mega geil, Leute. Vielen, vielen Dank für eure Zeit. Ich sehe schon, ich werde ein bisschen abgewunken. Nee, ja, easy. Ich sag dir nur Hallo, hol die aus dem Programm wir und so. Wir können gerne weiterreden. Das ist nur kollegisch, wollte den Hallo sagen, das Eismann, Platz 13 gerade aktuell in FIFA. Richtige FIFA-Genie. Ja, FIFA-Legende hier, oder was? FIFA-Don, FIFA-Legende. Alter, ja, geil. Ja. Na, ich wünsche euch von Herzen alles Gute. Und Hakude, immer ist auch da. Ihr seid korrekte Dudes. Gefällt mir gut, euch zu quatschen. Ey, gerne, du aber auch. Kann man nur zurückgeben. Ja. Du bist auch ein stabiler. Ja. Ja, vielen, vielen Dank. Gerne. Cell und Abdi, folgt dem Ball. Dankeschön. Frankfurt am Main, 3-5 Ideal. Du weißt.